Meine verehrten Zuhörer im In- und Ausland, liebe Landsleute, Bitten wurden zahlreich aus dem In- und Ausland an mich herangetragen, meinen aus dem Internet bekannten Vortrag zur Rechtslage in Deutschland erneut mit besserer Tonqualität aufzuzeichnen. Gerne komme ich diesen Bitten nach. Dies umso mehr, da der Alltag in der BRD täglich mehr geprägt ist von grundrechts- und menschenrechtsverletzenden Übergriffen von Verwaltung und Justiz der BRD. Dieser Vortrag wird in dem Bestreben zur Verfügung gestellt, allen Suchenden Informationen und Fakten zur Klärung und Aufklärung der eigenen Rechtslage gewissermaßen als Werkzeug und Anleitung für die eigene Recherche zu nutzen. Auch hinsichtlich der erschütternden, wenn auch geschickt verborgenen Rechtslage in Deutschland gilt die wichtigste aller grundsätzlichen Bemerkungen zur Aufklärung: nicht glauben, sondern überprüfen, dann wissen und schlussfolgern. Ich zitiere an dieser Stelle den sicher auch bei Ihnen bekannten deutschen Staatsrechtler Professor Dr. Carlo Schmidt, der da anlässlich einer Ansprache im Parlamentarischen Rat feststellte: der Versuch, einen Tatbestand in allen seinen Bezügen denkend zu erfassen, ist die einzige Methode, die es einem ermöglicht, sich so zu entscheiden, dass die Entscheidung auch verantwortet werden kann. Nur durch die klare Erkenntnis dessen, was ist, können wir uns die Rechnungsgrundlagen verschaffen, deren wir bedürfen, um richtig zu handeln. In diesem Sinne möchte ich diesen Vortrag verstanden wissen. Zunächst noch einige Worte zu meiner Person. Diejenigen, die nichts oder nur wenig von mir wissen, sollten wenigstens den Hintergrund meines Handelns kennen. Ich bin 51 Jahre alt und in festen Händen. Wir haben einen fast vierjährigen Sohn. Ich bin in Berlin West im britischen Sektor geboren und aufgewachsen. Meine ausgehende Berufung liegt ursprünglich im Gesundheitswesen. Meine politische Entwicklung hat mich nach 32 Jahren Sozialdemokratie zur Gründung einer neuen politischen Partei geführt, deren wichtigstes Bestreben in der Erfüllung der im Potsdamer Abkommen durch die alliierten Siegermächte auferlegten Pflichten liegt. So bin ich also Mitbegründer der Union für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, abgekürzt UMDR. Außerdem bin ich Mitbegründer der Vereinigung Rechtssuchender und Justizopfer sowie der Akademie für Rechtsphilosophie und Rechtsethik. Diese Bildungseinrichtung schult Menschen im geltenden und gültigen deutschen Rechtswesen und befähigt sie, die Aufgabe eines Justizopferbeistandes wahrzunehmen. Seit circa 5 Jahren arbeite ich in Rechtsangelegenheiten für Justizopfer als deren Beistand. Geboren aus eigener leidvoller Erfahrung im Umgang mit dem BRD-Unrechtssystem. Justiz im Deutschland des Jahres 2009 hat nichts mit Recht zu tun. Täglich werden tausende Menschen von der sogenannten BRD-Justiz illegal verfolgt, drangsaliert und entrechtet. Ich weiß, liebe Zuhörer, das klingt ketzerisch oder vielleicht übertrieben, aber ich denke, wenn Sie sich die Mühe geben, in Ihrem Bekannten- oder Freundeskreis herumfragen, so wird jeder, wenn er ein bisschen in sich hineinhorcht, jemanden kennen, der leidvolle Erfahrungen im Umgang mit der BRD-Justiz gemacht hat. Hier nun setzt meine Arbeit am Thema Rechtslage in Deutschland ein.
Nach meiner Recherche und Überzeugung, geboren aus jahrelanger Erfahrung im Umgang mit dem BRD-Justizsystem, besteht auf deutschem Boden der größte Mangel im Fehlen der verfassungsmäßigen Ordnung. Es gilt also, die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung zu betreiben. Hier ist an dieser Stelle die Feststellung von entscheidender Bedeutung, dass laut der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zur Charta der Vereinten Nationen jeder Mensch einen Rechtsanspruch, einen Völkerrechtsanspruch auf eine verfassungsmäßige Ordnung hat. Denn die wiederum ist Voraussetzung dafür, dass er seinen Rechtsanspruch auf Staatsbürgerschaft verwirklichen und durchsetzen kann. Dieser Rechtsanspruch auf unsere deutsche Staatsbürgerschaft wird uns seit dem 8. Mai 1945 systematisch verwehrt und streitig gemacht durch Sieger, Besatzer und, wie wir in jüngster Vergangenheit durch diverse gerichtliche Entscheidungen wahrnehmen mussten, auch durch die BRD-Regierenden. Wenn wir also das Thema Rechtslage in Deutschland weiter bearbeiten wollen, so ist es notwendig, dass wir uns wichtige demokratische und rechtsstaatliche Grundsätze vor Augen führen. Zunächst möchte ich einige für Sie oder den noch ungewohnten Betrachter dieser Fragestellung vielleicht ketzerisch anmutende Thesen in den Raum stellen, die wir aber im Weiteren Stück für Stück bearbeiten wollen und die vielleicht jedem von Ihnen Anlass sein können, selbst zu recherchieren. Folgende Thesen. Die Bundesrepublik Deutschland ist kein wirksamer Rechtsstaat. Wir leben in einer Parteiendiktatur, in der alle 4 Jahre gewählt wird, aber das Ergebnis parteienübergreifend im Vorwege abgesprochen wird. Es kommt also nicht auf Wahlergebnisse an, sondern auf Bündnisse, die im Vornherein feststehen. Wir leben in einem Land, das seit dem 8. Mai 1945 unter Kriegsrecht steht. Wir haben nach wie vor keinen Friedensvertrag. Deutschland ist nach wie vor besetzt. Eine Vereinigung am 3. Oktober 1990 hat nie stattgefunden. Juristisch wie völkerrechtlich war und ist sie unmöglich. Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Staat. Genauso wenig wie die DDR ein Staat gewesen ist. Beide sind zivile Selbstverwaltungskonstrukte, organisiert auf Geheiß der jeweiligen Besatzungsmächte. Die alliierten Siegermächte sind seit dem 8. Mai 1945 unverändert die politische und militärische Kraft, die hier auf deutschem Boden die Hoheitsgewalt ausübt. Das Kriegsvölkerrecht in Form der Haager Landkriegsordnung ist die höchste Rechtsnorm, die Gültigkeit auf deutschem Boden besitzt. So, diese Thesen, liebe Zuhörer, die muss man erst mal sacken lassen.
Wenn wir daran arbeiten, im Folgenden, dann werden die Lösungen dafür sicherlich deutlicher werden. Dennoch, wann immer hier Fragen oder Unklarheiten entstehen, bitte ich Sie, nach Quellen zu suchen und zu recherchieren. Von der Wahrheit zur Wirklichkeit. So oder so ähnlich müsste man das Thema Rechtslage in Deutschland beschreiben. Denn die Menschen in Deutschland leben seit dem 8. Mai 1945 in einer nicht enden wollenden Inszenierung. Inszeniert durch die alliierten Siegermächte und ihre zivilen Selbstverwaltungskonstrukte, ehemals der DDR und der BRD und seit 1990 nur noch der BRD-Restorganisation. Seit dem 8. Mai 1945 macht man dem deutschen Volke seine völkerrechtlichen Ansprüche, seine bürgerrechtlichen Ansprüche und seine menschenrechtlichen Ansprüche streitig. Wir sind Statisten in einer riesigen Inszenierung. An dieser Stelle erinnere ich mich an das Grundgesetz, was ich in meiner Schulzeit in West-Berlin einmal erhalten habe. Wenn man es aufschlägt, das ist so ein kleines Paperback-Heftchen, dann sieht man auf der Innenseite ein Schaubild. Dieses Schaubild macht deutlich, wie sich die Organisation der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Ein guter alter Freund von mir hat sich die Mühe gemacht, dieses nun schon etwas angegriffene Papier etwas zu vergrößern. Wir sehen hier, dass über jeder Landesregierung ein sogenannter alliierter Landeskommissar thront. Und über der Bundesregierung, ja sogar über dem Bundespräsidenten, ist die höchste Entscheidungskompetenz auf deutschem Boden die Alliierte Hohe Kommission, genannt AHK in der Abkürzung. An diesen Gegebenheiten hat sich seit dem 8. Mai 1945 nichts geändert. Die Umstände und die Bemühungen des Jahres 1990 lassen zwar andere Dinge vermuten, die Vermutung jedoch ersetzt den Wahrheitsbeweis nicht. Und daher ist es mir ein großes Anliegen, Ihnen zu erklären, was seit jener Zeit, nämlich dem 8. Mai 1945, hinsichtlich der staatlichen Gewalt auf deutschem Boden tatsächlich geschehen ist. Juristische Tatsache ist, dass die Alliierten am 8. Mai 1945 die Regierungsgewalt auf dem Boden des Deutschen Reiches übernommen haben und diese auch über das Jahr 1990 hinaus nicht abgegeben haben. Der offenkundigste Beweis dafür ist der Artikel 139 Grundgesetz. Dieser Artikel 139 Grundgesetz könnte auch bezeichnet werden als alliierter Vorbehalt. Dieser Artikel sagt sinngemäß aus, dass alle Entscheide, Befehle, Erlasse und Gesetze der Alliierten
die zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus ergangen sind, also alle, bis zum heutigen Tage Vorrang vor jedem politischen Entscheid einer sogenannten Bundesregierung haben. Das heißt, das Parlament und die Bundesregierung treffen Gesetzesentscheidungen und haben diese zur Genehmigung bei der Alliierten Hohen Kommission vorzulegen. Diese entscheiden und wann immer es Einwendungen oder Einreden gibt, sind diese vom deutschen Parlament nachzuvollziehen. Ähnliches kennen die Berliner aus ihrer eigenen Erfahrung, denn dort, Berlin ist ja bis heute nicht integrativer Bestandteil Deutschlands, denn dort haben die Alliierten eine eigene Stadtkommandantur, die ähnlich mit den Entscheidungen des Abgeordnetenhauses von Berlin verfahren. Wenn wir uns nun hinsichtlich der Analyse der Rechtslage in Deutschland auf den Weg machen, so ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir uns vom Bekannten zum Unbekannten schrittweise fortentwickeln. Nehmen wir also zunächst einmal unsere uns allen bekannte, einige sagen, etwas salopp BRD-Clubkarte. Ich würde sagen, den BRD-Firmenausweis. Den kennen Sie alle, manch einer benutzt ihn sogar noch. Der ist nämlich überschrieben mit Bundesrepublik Deutschland. Und gleich darunter steht Personalausweis. Das heißt, der Inhaber dieser Karte ist Personal der BRD. Oder etwa nicht? Jeder weiß, der schon einmal in einer großen Firma gearbeitet hat, dass man dort Personalausweise kriegt. Heute haben die eher Chipkartengröße, insofern ist der BRD-Personalausweis noch ein Anachronismus. Aber jedenfalls dokumentiert dieses, ja, nennen wir es ruhig mal Dokument, dass jeder, der ein solches Papier in der Tasche hat, Angehöriger der Firma BRD ist. Jetzt schauen wir weiter. Unter Staatsangehörigkeit ist das Wort Deutsch angegeben. Jetzt frage ich Sie, wer von uns kennt einen Staat namens Deutsch? Da muss man lange überlegen. Und ich habe gesucht. Bei den Franzosen steht da République Française. So heißt dieser Staat. Bei den Briten steht United Kingdom. So heißt dieser Staat, Vereinigtes Königreich. Bei den Sowjets ehemals stand Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Bei den Amerikanern steht United States of America. Bei uns steht Deutsch. Was müsste an dieser Stelle stehen, wenn die Überschrift jenes Papieres, Bundesrepublik Deutschland, ernst gemeint wäre und im Sinne einer staatsrechtlichen Bedeutung einen Sinn machen würde? Nach meinem Dafürhalten müsste an dieser Stelle, wo hier sinnverfälschend Deutsch angegeben ist, Bundesrepublik Deutschland stehen. Das wäre, wenn es denn zutreffend wäre, die Angabe der Staatsangehörigkeit. Das steht aber hier nicht. Lassen Sie uns diese Feststellung
auf unser Kärtchen für später abarbeiten eintragen und diese Frage an anderer Stelle weiter vertiefen. Mir ist vor 2 Jahren ein Schreiben in die Finger gefallen, das vom Landkreis Demmin in Mecklenburg-Vorpommern stammt. Dort hat eine Frau Bärbel Schäfer mit Datum vom 24. November 2005 Antrag auf Einbürgerung in die BRD gestellt. Frau Schäfer hatte sich Gedanken gemacht, dass sie ja als Bürgerin der DDR 1990 ihren Staat verloren hat, aber eine neue Staatsangehörigkeit hat ihr niemand angetragen. Zur Klärung dieser Frage hat sie also den Antrag auf Einbürgerung in die BRD gestellt. Das geschah mit Schreiben vom 24. November 2005 und schon am 1. März 2006 bekommt sie Antwort. Sehr geehrte Frau Schäfer, eine Grundvoraussetzung für eine Antragstellung auf Einbürgerung ist, dass der Antragsteller Ausländer ist. Sie geben an, Staatsbürgerin der DDR zu sein und die Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland erwerben zu wollen. Personen, die die Staatsangehörigkeit der ehemaligen DDR besaßen, waren aber auch deutsche Staatsangehörige. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 21. Oktober 1987 2 BVR 373 aus 83, Bundesverfassungsgerichtsentscheid 77 137, Ausführungen zum Fortbestand der einheitlichen deutschen Staatsangehörigkeit gemacht. Daraus ergibt sich, dass der Erwerb der Staatsbürgerschaft der DDR zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit geführt hat. Grundsätzlich sind alle Personen, die bis zum Ablauf des 2. Oktober 1990 die Staatsbürgerschaft der DDR besessen haben, mit der Herstellung der Einheit Deutschlands in den Grenzen des Ordre Public deutsche Staatsangehörige geblieben. Die Bundesrepublik Deutschland hat am Fortbestand einer für alle Deutschen geltenden gemeinsamen deutschen Staatsangehörigkeit im Sinne des Reichs- und Staatsangehörigkeitengesetzes von 1913, abgekürzt RUSTAG, stets festgehalten. Aus dem Grundsatz des Fortbestandes des deutschen Staatsvolkes folgt, dass es eine Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland, deren Erwerb sie anstreben, nicht gibt. Sie sehen, liebe Zuhörer, Fragen über Fragen und eine Merkwürdigkeit nach der anderen. Wenn wir jetzt diesen Brief des Landratsamtes in Demmin gelesen und auch verstanden haben, dann begreifen wir, warum auf der Clubkarte der BRD, genannt Personalausweis, eine Staatsangehörigkeit vorsichtshalber nicht eingetragen ist. Denn die BRD müsste damit zugeben, dass sie selbst keine Staatsangehörigkeit vergeben kann und dass es auf deutschem Boden nur eine gibt, nämlich die auf der Grundlage des Reichs- und Staatsangehörigkeitengesetzes von 1913. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass auch der Artikel 116 des Grundgesetzes die deutsche Staatsangehörigkeit vom Reichs- und Staatsangehörigkeitengesetz von 1913 herleitet. Eine andere gibt es nicht. Grundsatz für die Vergabe einer Staatsangehörigkeit
ist ja im Übrigen auch, dass der Vergebene ein Staat sein muss. Zu einem Staat gehört ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Staatsmacht. Alle drei Dinge kann die Bundesrepublik Deutschland nicht vorweisen. Wir haben jetzt also zweifelsfrei festgestellt, eine Staatsangehörigkeit der BRD gibt es nicht. Wir haben weiter festgestellt, dass das Grundgesetz in Artikel 116 die einzig mögliche Herleitung der deutschen Staatsangehörigkeit ebenfalls dadurch bestätigt, dass dieser Artikel Bezug nimmt auf das Reichs- und Staatsangehörigkeitengesetz von 1913. Nach dieser Feststellung dürfte auch für den Ungläubigsten feststehen, dass jeder, der auf dem Boden des Deutschen Reiches geboren wurde und von reichsdeutschen Eltern abstammt, Staatsangehöriger des Deutschen Reiches mit unmittelbarer Reichszugehörigkeit ist. Es gibt mittlerweile jede Menge gerichtliche Entscheidungen in dieser Sache, die natürlich nicht publik gemacht werden. Die Staatsangehörigkeit ist einzig und alleine auf diese Rechtsnorm von 1913 zurückzuführen. Einen sehr anschaulichen Beweis dafür gibt es in einem Urteil des Landgerichtes Koblenz, wo es gar nicht um die Staatsangehörigkeit ging, wo aber im Kopf des Urteils selbstverständlich der Verurteilte als Staatsbürger des Deutschen Reiches genannt wird. Dieses Urteil ist aus dem Jahre 2008, also noch warm. Aber auch hier gilt, keiner braucht etwas zu glauben. Lesen Sie nach, prüfen Sie nach. Um diese Merkwürdigkeiten, die wir bis zu dieser Stelle aufgeworfen und zusammengetragen haben, besser verstehen zu können, müssen wir einen Zeitsprung zurückmachen in das Jahr 1945. Nun sagen Sie, oh Gott, das ist so lange her, das ist alles Schnee von gestern. Liebe Zuhörer, es ist manchmal wichtig, die Vergangenheit zu kennen, um die Gegenwart verstehen zu können. In unserer Situation als Bürger in Deutschland ist es umso mal wichtiger, als man unsere Geschichte der letzten 60 Jahre nur eingefärbt durch die Brille der Sieger betrachten konnte. Dafür ist systematisch gesorgt worden. Nun ist das sicherlich ein Anspruch, den man als Sieger haben kann. Aber man wird auch verstehen müssen, dass wir als Angehörige des deutschen Volkes ein Recht haben und das Bestreben haben, die Geschichte so zu sehen, wie sie tatsächlich aussieht. Daher erlauben Sie mir den Rücksprung in das Jahr 1945. Es soll kein großer Exkurs in die Geschichte werden, aber die Fakten, auch hier wieder für jeden überprüfbar, sollen doch kurz und einschlägig benannt sein. Am 7., 8. und 9. Mai 1945
haben die Streitkräfte unseres Staates zu Lande, zu Wasser und zur Luft kapituliert. Diese Streitkräfte, die meisten wissen es vielleicht nicht mehr, hießen damals deutsche Wehrmacht. Es handelte sich dabei um eine bedingungslose Kapitulation. Dies alleine war schon ein Völkerrechtsbruch. Aber weiterzumachen hätte auch keinen Sinn mehr gemacht. Im Ergebnis war die Folge der Kapitulation, dass die deutschen Truppen sich unmittelbar aufs Reichsgebiet zurückzuziehen hatten, entwaffnet wurden und die Verbände aufgelöst wurden. Das Personal, sprich die Soldaten, ging zum größten Teil in die Gefangenschaft. Aber lassen Sie uns noch mal genau untersuchen. Wer hat denn da wirklich kapituliert am 7., 8. und 9. Mai 1945? Richtig. Es waren die Streitkräfte unseres Staates Deutsches Reich. Wer hat nicht kapituliert? Unser Staat Deutsches Reich. Das Völkerrecht sieht als Ergebnis einer kriegerischen Auseinandersetzung nicht die Kapitulation eines Staates vor. Streitkräfte können unterliegen und es gibt die Möglichkeit einer Friedensvereinbarung oder zunächst einmal eines Niederringens, was dann in irgendeiner Form zur Kapitulation führt. In unserem Falle haben unsere Streitkräfte bedingungslos kapituliert, was zur Folge hatte, dass sie restlos aufgelöst wurden und wir uns in einem Waffenstillstandsvertrag verpflichtet haben, nie wieder Militär zu unterhalten, keine Waffen mehr zu produzieren. Nicht kapituliert hat aber unser Staat. Das ist ein Umstand, der in unserer Geschichtsbetrachtung vollkommen außer Acht gelassen wird, bis zum heutigen Tage. Warum das so ist, das werden wir sehr bald verstehen. Die alliierten Sieger haben nämlich heimlich, still und leise dafür gesorgt, dass wir unseren tatsächlichen Staat vergessen. Wer weiß denn von uns noch, dass er Reichsbürger ist? Dass wir eine Verfassung vom 11. August 1919 haben, die immer noch völkerrechtsgültig ist? Das ist die Weimarer Verfassung. Da diese Verfassung bis heute völkerrechtsgültig ist, waren die Vereinten Nationen als Nachfolger des Völkerbundes gezwungen, unserem Staat Deutsches Reich 1948 einen Sitz einzuräumen, der bis heute nicht wahrgenommen wird. Nach Artikel 43 der Haager Landkriegsordnung müssen Besatzer auf der Grundlage des geltenden inländischen Rechtes den Staatsbetrieb weiter organisieren. In unserem Fall haben die Alliierten dafür gesorgt, dass unser inländisches Recht, das heißt unsere Reichsverfassung vom 11. August 1919, einfach wortlos übergangen wurde. Sie ist weder suspendiert, noch ist sie als negativ zu betrachten eingestuft worden. Sie ist einfach außer Acht gelassen worden. An seiner Stelle haben die Alliierten auf der Grundlage eines selbstgeschaffenen Besatzungsrechts, ausgehend von der Haager Landkriegsordnung,
die Inbesitznahme und Verwaltung Deutschlands betrieben und betreiben sie bis heute. Das internationale Kriegsvölkerrecht, die Haager Landkriegsordnung, ist in Den Haag ursprünglich verabschiedet worden. Unser Staat, Deutsches Reich, ist im Jahr 1907 dieser Haager Landkriegsordnung beigetreten und daher gilt sie auch auf deutschem Boden. Die Haager Landkriegsordnung regelt die Rechte und Pflichten der kriegführenden Parteien auf dem Gefechtsfeld. Was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, wie man mit Gefangenen umzugehen hat, die Rechte und die Pflichten von Besatzern, wie eine Friedensregelung zustande kommt, wie man einen Waffenstillstand zustande bringt. Und weil diese Haager Landkriegsordnung auch vom Deutschen Reich gezeichnet wurde, ist sie bis heute auf deutschem Boden die internationale höchste Rechtsnorm, die im Kriege herrscht. Und im Vertrauen. Wir haben bis heute keinen Friedensvertrag. Wenn man in Kreisen der Bundesregierung diese Frage aufwirft, dann heißt es gleich, ach, das brauchen wir nicht mehr, das ist ja alles lange her. Nur, wir dürfen eines nicht vergessen. Unser Staat, Deutsches Reich, wurde mit Wirkung vom 12. September 1944 durch die Hauptsiegermacht, die Vereinigten Staaten, beschlagnahmt. Das ist nachzulesen im Chefgesetz Nummer 52, Artikel 1. An dieser Beschlagnahmung hat sich nichts verändert. Durch die Kapitulation am 8. Mai 1945 ist die mit der Übergabe der Dienstwaffe von Generalfeldmarschall Keitel an den Oberkommandierenden der Sieger die tatsächliche Staatsgewalt auf die Sieger und späteren Besatzer übergegangen. Dieses Besatzungsregime kann nur und ausschließlich durch einen Friedensvertrag beendet werden. So sieht es das Kriegsvölkerrecht vor und so ist es gängige Übung bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Da reicht es nicht zu sagen, ach, das ist nicht mehr nötig und das, wir kommen schon irgendwie klar. Wir kommen nicht klar, denn wir sehen, dass der Artikel 139 im Grundgesetz immer noch drinsteht. Obwohl ja behauptet wird, dass wir seit 1990 eigenständig und souverän sein sollen. Hätten die Sieger dies tatsächlich gewollt, wäre es das Einfachste gewesen, diesen Artikel 139 ersatzlos zu streichen. Und daneben noch einige andere Artikel, die sich außerdem mit dem Besatzungsumstand Deutschlands beschäftigen. Das ist aber nicht geschehen. Und daher muss an dieser Stelle festgestellt werden, wir haben bis zum heutigen Tage keinen Friedensvertrag. Es gibt einen Vertrag über die Waffenstillstandsregelung. Und da muss man sich jetzt fragen, wie lange gilt denn so ein Waffenstillstand üblicherweise? Ja, wenn Sie sagen, ist ja ganz einfach, bis Frieden geschlossen wird. Sehen Sie? Sie haben recht. Das bedeutet aber auch, da wir keinen Friedensvertrag haben, dass wir bis heute unter Kriegsrecht leben. Auch wenn dieser Umstand geschickt überspielt wird.
Die alliierten Sieger haben unter Verstoß gegen Artikel 43 der Haager Landkriegsordnung die Besetzung Deutschlands organisiert und haben ihr eigenes Siegerrecht geschaffen. Das besteht aus den Gesetzen der Alliierten Hohen Kommission, aus der Alliierten Kontrollratsgesetzgebung, aus den Chefgesetzen. Chef hat nichts mit Küchenchef zu tun, sondern ist eine Abkürzung von SHAEF. Und das steht für Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces. Und den SMAD-Befehlen, den sowjetischen Militärbefehlen. Wir wollen uns der Vollständigkeit halber daran erinnern, wer denn die Hauptsiegermächte des Zweiten Weltkrieges tatsächlich sind. Einiges dürfte bei dieser Betrachtung sicherlich in Vergessenheit geraten sein, denn es sind nicht nur die USA, die UdSSR und das Vereinigte Königreich, sondern auch China. Da werden jetzt viele sagen, wie kann dies sein, China? Die Frage ist leicht zu beantworten. Japan war zur Zeit des sogenannten Dritten Reiches ebenfalls faschistisch regiert und galt als Achsenmacht zum Deutschen Reich. Es galt also auch, die faschistische Macht China die faschistische Macht Japan niederzuringen. Diese Aufgabe haben die Chinesen mit erheblichem Blutzoll erledigt und deshalb waren sie die Hauptsiegermacht Nummer 4. Doch als am 8. Mai 1945 die Waffen endlich schwiegen, war auf dem europäischen Schlachtfeld nicht ein chinesischer Soldat zu sehen, oh Wunder. Es hätte erhebliche logistische Aufwendungen bedurft, die Chinesen nach Europa zu bringen. Außerdem wären sie wohl mit dem Vorgehen der übrigen Siegermächte wenig in Übereinstimmung zu bringen gewesen. Also entschloss man sich, die Chinesen auszutauschen, sie am besten auszuzahlen, und man würde dann schon in Europa irgendeine benachbarte Nation finden, die ein gesteigertes Interesse daran hat, auf die Deutschen aufzupassen. Gesagt, getan. Es kam dazu, dass die Republik Frankreich sich bereit erklärt hat, in Deutschland als Besatzungsmacht zu fungieren. Und so wurde anstelle Chinas Frankreich die vierte Besatzungsmacht. Aber hier haben wir einen wichtigen Punkt. Es gibt Siegermächte und es gibt Besatzungsmächte. Die wollen wohl unterschieden sein. Aus diesem Grund gibt es auch Siegerrecht und Besatzungsrecht. Mehr soll an dieser Stelle, um Verwirrung zu vermeiden, nicht gesagt werden. Nachdem die deutsche Wehrmacht kapituliert hat, wurde nun das gesamte Reichsgebiet durch die alliierten Siegertruppen besetzt. Berlin wurde durch die Rote Armee eingenommen und damit hätte es der Roten Armee zugestanden, als Hauptsiegermacht Nummer 1 bezeichnet zu werden. Dem ist aber lange vorgebeugt gewesen. Auf der sogenannten Londoner Konferenz von 1944 hatte man zuvor festgelegt,
dass, wenn denn Deutschland endlich niedergerungen sein würde, als Hauptsiegermacht Nummer 1 die Vereinigten Staaten feststehen. Das war eine Grundbedingung der Amerikaner, denn durch ihren Einsatz würde es möglich werden, Deutschland zu besiegen. Betrachtet man nämlich das europäische Gefechtsfeld im Jahre 1941 oder 1942 durch die Brille der Westalliierten, so hatte man schon absehen können, dass man früher oder später zu einem Waffenstillstand und dann baldigen Friedensschluss hätte kommen müssen, weil sowohl die Westalliierten als auch die Truppen des Deutschen Reiches ausgeblutet waren und technisch mit dem Nachschub nicht mehr hinterherkamen. Eine solche Lösung hätte aber bedeutet, dass die Landkarte Europas komplett zu korrigieren gewesen wäre. Um dieses zu vermeiden, sind die Vereinigten Staaten von Nordamerika in diesen Krieg eingetreten und sie haben über Menschen, Material, also Waffen, Munition, Versorgungsgüter aller Art, die europäischen Westalliierten Streitkräfte so weit versorgt und unterstützt, dass das in Anführungsstrichen Kriegsglück dann doch zugunsten der Alliierten zu wenden war und die deutsche Wehrmacht niedergerungen werden konnte. Da die Amerikaner hierzu wesentlich beigetragen haben, war ihre Bedingung als Hauptsiegermacht Nummer 1 hervorzugehen. Und das ist der Grund dafür, dass bis zum heutigen Tage Amerika und nicht Russland als Siegermacht Nummer 1 fungiert. Eines konnte man jedoch schon in den letzten Kriegsjahren sehen, dass sich da ein Zerwürfnis anbahnte. Ein Zerwürfnis zwischen den Alliierten selbst. An dieser Stelle müssen wir einen kurzen Exkurs machen über das Thema Kommunismus. Wer sich mit einschlägiger Literatur jener Jahre, also ich spreche von den 30er und 40er Jahren, auseinandersetzt, der wird unschwer feststellen, dass speziell in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten eine wahre Kommunismusphobie bestand. Die Angst vor dem Schreckgespenst des Weltbolschewismus nötigte jene Nationen dazu, Menschen, die entweder der kommunistischen Ideologie anhingen oder im Verdacht standen, dies zu tun, politisch zu verfolgen und sie ungeschehen zu machen. Das waren Unpersonen. Die wurden mit allen staatlichen Mitteln verfolgt und, nennen wir es mal, wirkungslos gemacht. Unter diesem Gesichtspunkt ist zu verstehen, dass auch wenn man Alliierte mit der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken war, dass man doch sehr argwöhnisch dort Richtung Osten sah und mit gemischten Gefühlen diese Waffenbrüderschaft betrieb. Nachdem nun endgültig die Waffen schwiegen, war ein Punkt erreicht, das Ganze kritisch zu hinterfragen. Und wenn wir uns die Landkarte des
Datums 8. Mai 1945 ansehen und kritisch hinterfragen, wo überall zu jenem Zeitpunkt aufgrund der Kampfhandlungen sowjetische Stiefel gestanden haben, dann wird klar, warum die Alliierten an diesem Punkt, die Westalliierten an diesem Punkt, das Schreckgespenst des Weltbolschewismus auf die Karte gemalt sahen. Halb Europa war da nämlich schon unter russischen oder besser gesagt sowjetischen Stiefeln aufgrund der Kampfhandlungen am Ende des Zweiten Weltkrieges. Dies war nicht zuletzt der Grund dafür, dass die Westalliierten von ihrem ursprünglichen Plan Abstand genommen haben, der Umsetzung des sogenannten Morgentauplanes. Dieser Morgentauplan hatte vorgesehen, Deutschland zu einem reinen Agrarland umzuwandeln. Die Industrie wäre restlos zu demontieren gewesen. Alle Patente hätten entwendet werden sollen und am besten hätte man die Männer auch noch sterilisiert und dann mal gucken, was draus wird. Das wäre in kurzen, verkürzten Worten das Ergebnis des Morgentauplanes gewesen. Bei näherem Hinsehen hat jeder Laie erkennen können, dass die Umsetzung dieses Morgentauplanes früher oder später dazu geführt hätte, dass ganz Deutschland in den kommunistischen Einflussbereich geraten wäre. Denn alles wäre besser gewesen als die Realisierung des Morgentauplanes. Gesagt, getan, der Hebel wurde umgeworfen, Morgentauplan verschwand zunächst in der Schublade und anstelle dessen lag plötzlich der Marshallplan auf dem Tisch. Die Älteren unter uns, die können sich an die Schilder, die an jeder Ecke plötzlich auftauchten, noch erinnern. Hier entsteht mit Marshallplanhilfe ein neues Haus, Wiederaufbau einer Ruine, Reorganisation eines Betriebes und. Also die Marshallplanhilfe sah vor, durch Sachgüter und durch Geldaufwendungen verlorene Zuschüsse, aber im überwiegenden Maße auch auf der Grundlage von Darlehen, hier schnell Hilfe zum Wiederaufbau in den westalliierten besetzten Zonen zu gewährleisten. Im Ergebnis sollte erreicht werden, dass der Hunger möglichst schnell aufhörte, dass in den Schaufenstern wieder etwas lag und dass die westdeutsch besetzte deutsche Bevölkerung registrieren konnte, dass es unter der westalliierten Besatzungsmacht eben zu einer schnellen, sichtbaren Wiederaufbauleistung kommt. Nichts einfacher, als auf diese Art und Weise die materielle Überlegenheit der westlichen Ideologie zu demonstrieren. Auch hier war sehr schnell abzusehen, dass dieser Plan, die Umsetzung des Marshallplanes, aufging. Denn im Gegensatz zur nun sichtbar werdenden Wiederaufbauleistung in den westalliierten Besatzungszonen wurde in der sowjetischen Besatzungszone unbeeindruckt dessen weiter demontiert, zum großen Teil vollkommen sinnlos demontiert und zerstört. Es entstand sehr schnell die Mär vom Goldenen Westen. Denn das Entwicklungsgefälle jener Nachkriegszeit wurde sehr schnell deutlich. Unter sowjetischer Besatzung hatten die Leute nicht zu lachen. Im Gegenteil, es wurde weiter demontiert und im Westen
wurde jeden Tag ein Stückchen mehr der Wiederaufbau sichtbar. Die Folge war, dass eine immense Landflucht einsetzte, von Osten Richtung Westen. Letzten Endes führte es dazu, dass die Westalliierten sich zuallererst genötigt sahen, ihre Sektorengrenzen Richtung Osten zu schließen und nur mit begründetem, besonders begründetem Antrag auf Einreise durchlässig wurde. Es entstanden die ersten Vorläufer der späteren innerdeutschen Befestigungsgrenze zwischen sowjetischer und westalliierten Besatzungszonen. Nachdem die Einteilung Deutschlands zementiert war in westalliierte Besatzungszonen und sowjetische Besatzungszone, waren die Westalliierten dazu übergegangen, die Gliederung des Reichsgebietes völkerrechtswidrig aufzulösen und zu verändern. Zu diesem Zwecke hatte man per alliierten Militärbefehlen verfügt, dass neue sogenannte Ländergrenzen geschaffen wurden. Ich habe hier zur Anschauung zum Beispiel die Verordnung Nummer 55 der britischen Militärregierung. Hier handelt es sich um einen Militärbefehl, mit dem die Gründung des Landes Niedersachsen befohlen wird. Oder die Ordre Nummer 57 der französischen Militärregierung über die Bildung des Landes Rheinland-Pfalz. Mit diesen Dokumenten wird deutlich, dass es sich bei den sogenannten Ländern des Vereinigten Wirtschaftsgebietes nicht um neue Staatsgliederungen innerhalb des späteren Bundesgebietes handelt, sondern dass es sich um willkürliche, völkerrechtswidrige Gebilde handelt, deren Existenz ausschließlich auf militärische Befehlsgebung zurückzuführen ist. Inzwischen war aufgrund der beschriebenen Veränderungen und Gliederungen in den westalliierten Besatzungszonen eine Situation erreicht, mit der der Weltöffentlichkeit bewiesen werden sollte, dass die erfolgreich umerzogenen Deutschen aus den westalliiert besetzten Gebieten nun auch einen neuen internationalen Auftritt bekommen sollten. Zu diesem Zwecke wurde nach der Bildung der neuen Landesgrenzen die Entsendung von Deputierten aus jenen Gebietsgliederungen in den sogenannten Parlamentarischen Rat angeordnet. Dieser Parlamentarische Rat erhielt die Aufgabe, auf der Grundlage von strengen befehlsmäßigen Vorgaben der jeweiligen militärischen Landesbehörden ein ziviles Selbstverwaltungsrecht zu erarbeiten, mit dem oder auf deren Grundlage sich die deutschen Bürger in den westalliierten Besatzungszonen
künftig selbst verwalten sollten. Dieses Selbstverwaltungsrecht sollte Grundgesetz heißen. Genau genommen ist dieses ehemalige Grundgesetz zweckbestimmt gewesen, die Rechtsverhältnisse sowie die öffentliche Ordnung in den durch die westalliierten Siegermächte besetzten Gebieten des Deutschen Reiches in Selbstverwaltung durch die besiegten Deutschen zu gestalten. Zum Abschluss der Beratungen über jenes Selbstverwaltungsrecht namens Grundgesetz erklärte in einer bemerkenswerten Rede der stellvertretende Präsident dieses Parlamentarischen Rates, Herr Professor Carlo Schmidt, dass es sich bei eben jenem Grundgesetz nicht um eine Verfassung und bei der Namensgebung Bundesrepublik Deutschland nicht um die Schaffung eines neuen Staates handelt, sondern dass es einzig und allein darum geht, das Selbstverwaltungsrecht und die in Teilen wiedererlangte Autonomie über die Selbstregelung der öffentlichen Verhältnisse in Deutschland in eine Form zu bringen. Carlo Schmidt bezeichnete die BRD als die Organisation der Modalität einer Fremdherrschaft namens Bundesrepublik Deutschland oder abgekürzt, wenn Sie das beim Selbststudium in Unterlagen finden sollten, OMFBRD. Also ich wiederhole noch einmal, die Organisation der Modalität einer Fremdherrschaft namens Bundesrepublik Deutschland. Natürlich konnte jenes Grundgesetz keine neue Verfassung sein und natürlich konnte und kann die Bundesrepublik Deutschland niemals zu einem neuen Staat werden, da es ja schon einen Staat gibt. Wie wir eingangsfrei, ja zweifelsfrei festgestellt haben, haben am 8. Mai 1945 ja nur die Streitkräfte unseres Staates kapituliert, nicht aber der Staat selbst. Dies wurde im Übrigen seit jener Zeit in über 85 Urteilen und Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes ebenso festgestellt, dass der Staat Deutsches Reich die Kapitulation überlebt hat und dass er weiter Träger von Rechten und Pflichten ist, dass es ihm derzeit nur an der staatlichen Organisation mangelt. In dem Genehmigungsschreiben der westalliierten Kommandeure vom 12. Mai 1949 erteilen diese den deutschen Behörden die befristete Ausübung der Hoheitsgewalt über deutsche Staatsangehörige. Sie verleihen jedoch keine neue Staatsbürgerschaft und sie tragen nicht zur Gründung eines neuen Staatsgebietes bei. Bei alledem, was dort so schicksalsschwanger entschieden wurde, ist der kleine Mann auf der Straße relativ unbeteiligt gewesen. Denn wir erinnern uns, man hatte mit dem Überleben zu tun. Wenn man Glück hatte, hatte man gerade wieder ein Dach über dem Kopf und genügend zu essen, vielleicht hatte man sogar Arbeit. Wenn man Glück hatte, war die Verwandtschaft wieder vollzählig, aus der Kriegsgefangenschaft zurück oder aus der Vertreibung irgendwo vollzählig wieder aufgelaufen. Jeden Tag kamen neue Flüchtlinge aus irgendwelchen deutschen Siedlungsgebieten. Man hatte mit sich selbst zu tun und war mit dem Überleben beschäftigt. Daher ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass
all diese grundlegenden staatsrechtlichen Entscheidungen und Entwicklungen ohne jegliche Beteiligung der Zivilbevölkerung in Deutschland geschehen sind. Das Inkrafttreten und die Inkraftsetzung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 überraschte die sowjetische Besatzungsmacht. Man wusste zwar über die Beratungen und über das, was vorgesehen war, aber die abrupte Inkraftsetzung jenes Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland führte dazu, dass die Sowjetmacht unter Zugzwang geriet. Man musste jetzt eine adäquate Lösung für die sowjetische Besatzungszone schaffen. So wurde noch im Jahr 1949 die sogenannte Verfassung für die DDR, für die Deutsche Demokratische Republik, in Kraft gesetzt. Wohlgemerkt als Reaktion auf die Inkraftsetzung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Die Sowjets hatten bis zu diesem Zeitpunkt immer noch auf Gespräche gesetzt. Ein friedlicher Interessenausgleich mit den Westmächten lag hier am vordersten Interesse, denn alles, was den Kalten Krieg bedeutete oder ähnliche Entwicklungen, hätten die Sowjetunion so belastet, dass die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft hier unter gelitten hätte. Deshalb war man in Moskau zuallervorderst daran interessiert, in Deutschland zu gemeinschaftlichen Lösungen mit den Westalliierten zu kommen. Nachdem nun die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik als zivile Selbstverwaltungskonstrukte der alliierten Sieger begründet waren, wurden die jeweiligen Besatzungsgebiete West und Ost unter jeweiliger Gängelung der Besatzungsmacht mehr gegeneinander als miteinander fortentwickelt. Wir alle kennen den weiteren Gang, der da mit der Überschrift Kalter Krieg zu bezeichnen war. Bei alledem bleibt festzustellen, egal ob Bürger der BRD oder Bürger der DDR, wir alle waren und sind Bürger desselben Staates, Deutsches Reich, und wir alle haben völkerrechtlich einwandfrei dieselbe Staatsbürgerschaft des Deutschen Reiches mit unmittelbarer Reichszugehörigkeit. Aber in der BRD wie auch in der DDR machte man fortan den Menschen die Bürgerrechte, das Völkerrecht und die Menschenrechte streitig. Bemerkenswert ist die Erwähnung des Chefgesetzes Nummer 52. Ich erinnere nochmal daran, Chefgesetz heißt Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces, abgekürzt SHAEF, und deshalb heißen diese Dinger Chefgesetz. Chefgesetz Nummer 52, dieses wurde beschlossen auf der Berliner Drei-Mächte-Konferenz am 2. August 1945. In diesem Gesetz legen sich die Westalliierten Sieger darauf fest, den, wie heißt es so schön, den Staat Deutsches Reich nach einer Besatzungszeit und nach der Schließung eines Friedensvertrages zu einem von den Alliierten zu bestimmenden Datum
als souveränen Staat in den Grenzen vom 31.12.1937 wiederherzustellen. Zu finden ist das Ganze im Chefgesetz Nummer 52, Artikel Römisch 7, Nummer 9, Abschnitt E. Jetzt wissen wir also auch, wo jenes magische Datum 31.12.1937 herstammt. Hinter diesem Datum verbirgt sich die Analyse, dass die Grenzen des Deutschen Reiches bis zum 31.12.1937 integer und völkerrechtskonform waren. Wir alle kennen die verdrießliche Geschichte jener 12 Jahre brauner Gewaltherrschaft in Deutschland, die dazu führte, dass in Anführungsstrichen jede Woche irgendein anderer Teil Europas anklopfte, um heim ins Reich zu wollen. Alle jenen Gebietserweiterungen sind daher völkerrechtlich auf sehr tönernen Füßen zu betrachten und haben bei näherer Prüfung keinen Bestand. Die Reichsgrenzen vom 31.12.1937 jedoch sind völkerrechtlich unbedenklich und einwandfrei. Mit den Ausführungen im Chefgesetz Nummer 52 vom 2. August 1945 legen sich die Alliierten völkerrechtlich verbindlich fest, unseren Staat in den Grenzen vom 31.12.1937 wiederherzustellen, nachdem ein Friedensvertrag geschlossen wurde. Das ist beachtlich. Ob und inwieweit unser Staat jemals in den Grenzen vom 31.12.1937 wieder erstehen wird, steht auf einem anderen Blatt. Wichtig ist, dass wir wissen, dass bei künftigen Friedensverhandlungen das Chefgesetz Nummer 52 unsere Verhandlungsmasse ist. Nicht zuletzt dieses Chefgesetz ist ein wesentlicher Anspruch in unserer Argumentation, wenn wir über Frieden reden. Nach mittlerweile 63 Jahren seit Beendigung der Kriegshandlungen ist es hohe Zeit, über den Frieden zu reden. Wir haben nur die Problematik, dass auf deutschem Boden niemand da ist, der berechtigt ist, über Frieden zu verhandeln. Denn, wie jeder weiß, kann Frieden nur zwischen Kriegsteilnehmern verhandelt werden. Kriegsteilnehmer waren jene 46 Staaten, die unserem Staat Deutsches Reich den Krieg erklärt haben. Und wir selbst natürlich. Weder die Organe der BRD noch die Organe der DDR waren und sind in der Lage, dieses Thema völkerrechtlich zu behandeln, da sie ja beide, BRD wie DDR, nur zivile Selbstverwaltungskonstrukte der alliierten Sieger sind und waren und in dieser Funktion lediglich der verlängerte Arm der Besatzer sind. Jeder Vertrag, den die Besatzer und die Sieger mit den Organen ihrer eigenen Selbstverwaltungskonstrukte schließen, schließen sie praktisch in Selbstkontrahierung mit sich selbst. Damit sind diese Verträge völkerrechtlich unbedeutend, ohne jeden Bestand. Neben dem Chefgesetz Nummer 52 kam es im August 1945 zum sogenannten Potsdamer Abkommen.
in jenem Potsdamer Abkommen vereinbarten die Sieger den späteren Umgang mit dem besetzten Deutschland und mit dem besetzten deutschen Volk. Wichtig ist, dass man sich festgelegt hat, in Deutschland eine Entwicklung zu initiieren, mit der es möglich werden sollte, dass sich das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung demokratisch und rechtsstaatlich organisiert. Das Experiment BRD kann, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, als gescheitert der Abwicklung zugeführt werden. Dennoch bleibt der Auftrag, den uns die alliierten Siegermächte im Potsdamer Abkommen ins Stammbuch geschrieben haben. Wir haben uns in unablässiger Bemühung als deutsches Volk darum zu bemühen, uns demokratisch und rechtsstaatlich zu organisieren. Und wenn uns dies gelingt und wir dies in geeigneter Weise kundtun, dann werden wir wieder als gleichberechtigte Partner am Tisch der Völker bei den Vereinten Nationen sitzen. Dann können wir unseren Anspruch auf völkerrechtliche Souveränität und auf Frieden, auf Menschenrechte und auf die Menschenwürde einfordern. Dies alles sollte unser vornehmstes und hehrstes Ziel sein. Die Frage ist, warum in dieser Richtung bis heute nichts passiert ist. Die BRD hat doch eine freiheitlich-demokratische Grundordnung gehabt bis 1990. Nun, auch hier müssen wir einen kurzen Rückblick gestatten, um zu einer schlüssigen Beurteilung zu kommen. Im Jahre 1951 war es der Sowjetführer Stalin, der das Ansinnen hatte, lasst die Deutschen ziehen. Er wollte schon 1951 das deutsche Volk in die Souveränität entlassen und die Besatzungsstatuten aufheben. Mit dieser Einlassung überraschte er die Westalliierten. War doch damit ein brillanter Schachzug versehen. Denn Stalin hatte vor, Deutschland als neutralen Block zwischen sich und die Westmächte zu legen. Das war aber nicht im Interesse der Westalliierten. Und so gab es im Jahr 1952 von westalliierter Seite das Angebot des Deutschlandsvertrages. Der Deutschlandvertrag sah in Artikel 1 vor, dass das alliierte Besatzungsregime endet und alle alliierten Besatzungsdienststellen und Behörden aufzulösen sind. Aber schon in Artikel 2 kam die ernüchternde und einschränkende Regelung, da die internationale Lage immer noch keine Wiedervereinigung zulässt und ein Friedensvertrag nicht absehbar sei, würde alles so fern beim Alten bleiben. Wenn Sie heute, meine Damen und Herren, diesen Deutschlandvertrag als Abdruck zu fassen kriegen, werden Sie in aller Regel feststellen, dass Artikel 2 nicht abgedruckt ist. Ein Schlumpf, der Böses dann erdenkt. Ich erinnere, im Jahr 1951 bot Stalin die deutsche
Souveränität an. Im Jahr 52 reagierten die Westalliierten mit dem Angebot des Deutschlandsvertrages, der dann 1956 tatsächlich ratifiziert wurde. Aber schauen wir uns an, was in der Zwischenzeit passiert war. In den Jahren 52 bis 56 ordneten die Westalliierten die Wiederbewaffnung Westdeutschlands an. Die Bundeswehr wurde aufgebaut. Gleichzeitig wurde die Rüstungsproduktion wieder zugelassen, ja sogar propagiert, indem Patente zurückgegeben wurden, etc. nach dem Motto, lasst die Deutschen das am besten tun, was sie am besten können, Waffen löten. Die internationale Kriegssituation machte einen enormen Bedarf deutlich und deutsche Waffensysteme waren schon immer gefragt gewesen, sodass also der Markt dafür vorhanden war. Und noch während die Wiederbewaffnung Westdeutschlands lief und die Rüstungsproduktion aufgenommen wurde, entschied man Westdeutschland, wenn auch nicht als Vollmitglied, aber doch assoziiert, der NATO einzugliedern. An dieser Stelle muss bemerkt werden, dass Militär in einem besetzten Gebiet vom Besatzer nicht ausgehoben werden darf. Die Haager Landkriegsordnung verbietet es dem Besatzer, im besetzten Land Militär auszuheben, zu mustern, für tauglich zu erklären und dann auch noch unter den eigenen Oberbefehl zu stellen. Völkerrechtlich haben wir es bei der deutschen Bundeswehr mit einer illegalen Partisanenarmee zu tun. Es handelt sich hier um kein reguläres Militär. Mit der Ratifizierung des Deutschlandvertrages durch den Deutschen Bundestag war dann auch das Ansinnen von Stalin erledigt. Westdeutschland war klar in die westeuropäische Verteidigungsgemeinschaft eingebunden und damit war praktisch die deutsche Teilung frühzeitig besiegelt, auch wenn die Grenzen noch offen waren. Wenn wir also heute über das deutsche Wirtschaftswunder nur wenige Jahre nach Ende der Kriegshandlung reden, sprich das westdeutsche Wirtschaftswunder, dann müssen wir uns nur den Umstand der Wiederbewaffnung und der Wiederzulassung der Rüstungsindustrie ansehen und wir kommen zu dem Ergebnis, dass das Wirtschaftswunder der BRD, begründet in den 50er und 60er Jahren, ausschließlich auf der wieder zugelassenen Rüstungsindustrie beruht. Der schon Ende der 40er Jahre beginnende Rüstungswettlauf im konventionellen Bereich wurde auf diese Weise noch erheblich geschürt. Ziel der Westalliierten war es, durch eine konventionelle Hochrüstung wesentlich dazu beizutragen, dass die Sowjetunion, die ja zur Gegenrüstung genötigt wurde, die Entwicklung ihrer sozialistischen Kultur und ihres sozialistischen Staatsaufbaus vernachlässigen musste. Jeder, der sich mit der Rüstung und mit
Militär auseinandersetzt, der weiß, dass das nicht nur Unmengen von Geld verschlingt, sondern dass man ja irgendwann das ganze Zeug, was mal gekauft worden ist, nur auf Kasernenhöfen stehen hat. Da stehen Panzer und LKWs und Haubitzen und Kanonen und all das technische Großgerät, das ständig versorgt und unterhalten werden will. Und man hat es ja nicht nur einmal dort stehen, sondern man braucht ja für den Fall des Ausfalls im Gefecht gleich zwei, drei und vierfach Ausstattung davon, die dann irgendwo eingemottet in irgendwelchen Depots und Bunkern vor sich hin warten und wahrscheinlich hoffentlich niemals das Tageslicht sehen. Aber dieser ganze Rüstungsmoloch will ständig gewartet und unterhalten werden. Am Ende der 60er, am Anfang der 70er Jahre war ein Punkt erreicht, wo die konventionelle Hochrüstung ein Ausmaß erreicht hatte, dass ganz Europa, darunter unter der Last des Rüstungsunterhalts, ächzte. Nach außen hin wurde plötzlich der Abrüstungsgedanke laut. Jeder führte Frieden im Munde und es sollte doch zu einer globalen Abrüstung kommen. Auf diese Weise wurde vornehm versteckt, dass man sich seine eigene Rüstung nicht mehr leisten konnte. Und begründet im Wesentlichen durch Willy Brandt kam es zu den Vorverhandlungen zur KSZE, der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die im ersten Schritt die konventionelle Abrüstung vorsah und verhandelte. Überall in Europa fanden sich plötzlich Arbeitsgruppen, die damit beschäftigt waren, Abrüstungsgespräche zu führen. Letzten Endes führte es dazu, dass tatsächlich Abrüstung beschlossen wurde. Wer nun denkt, dass damit der Rüstungswahnsinn aufhörte, der ist weit fehlgeschlagen, denn wie wir alle wissen, ging es in die zweite Runde. Statt konventioneller Rüstung betrieb man jetzt die ABC-Waffenentwicklung. ABC steht für atomar, biologisch-chemische Waffensysteme. Und auch hier hat es nur 10 Jahre gebraucht, um den Rüstungswahn so weit zu treiben, dass nun jeder stolz behaupten konnte, ich kann meinen Feind nicht nur einfach, nein, ich kann ihn doppelt, dreifach und vierfach vernichten. Das Verrückte war nur, der andere konnte dasselbe mit mir tun. Der lachende Dritte war wieder mal die Rüstungslobby. Also musste schon wieder verhandelt werden über den Abbau jetzt der Mittel- und Langstreckenraketen. Kamen die erfolgreichen Abrüstungsverhandlungen am Ende des ersten Teils der KSZE-Versammlung gerade noch rechtzeitig, um der Sowjetunion Luft zu verschaffen bei der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft. So war es jetzt im zweiten Teil bei den Verhandlungen über die Abrüstung der Mittel- und Langstreckenraketen gerade etwas zu spät gewesen. Die Aufwendungen, die gigantischen Aufwendungen im Rüstungsbereich hatten dazu geführt, dass es nicht nur wesentlich langsamer bei der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft vorangeschritten war,
sondern dass man in einigen Teilbereichen dieses riesigen Sowjetreiches Rückschritte zu verzeichnen hatte. Der Hunger war wieder da. Und das in einem System, was nur von Sowjetmacht und kommunistischer Ideologie zusammengehalten wird. Das war klar, das konnte nicht lange gut gehen. Und wie wir alle wissen, kamen fast über Nacht die Begriffe wie Perestroika und Glasnost auf. Der Vielvölkerstaat Sowjetunion wurde plötzlich als solcher deutlich, weil die vielen Unionsmitglieder der Union Sozialistischer Sowjetrepubliken plötzlich laute Töne anschlug und separatistische Wege gehen wollte. Nach dem letzten sowjetischen Hardliner Andropow kamen dann Männer wie Gorbatschow und Jelzin ans Ruder der Macht. Und ihnen gelang, oh Wunder, der friedliche Umbau jener Union Sozialistischer Sowjetrepubliken sogar unter weitgehender Wahrung, Gesichtswahrung des Kommunismus. Am Ende stand nicht nur der Umbau der Sowjetunion in eine neue Staatsform, sondern auch die Auflösung des kommunistischen Sicherheitssystems, sprich des Warschauer Paktes. Nur wenn man sich daran macht, ein solches Sicherheitssystem aufzulösen, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo der kleinste aller Partner, die DDR, übrig bleibt. Denn die war ja gar kein Staat. Für die hatte man ja als Sowjetunion völkerrechtliche Verantwortung übernommen. Sie waren zwar der Musterknabe innerhalb des Warschauer Paktes, aber sie waren gar kein Staat, sie waren völkerrechtlich abhängig von ihrer Besatzungsmacht der Sowjetunion. Also festgestellt, dass hier etwas geschehen musste, hat Gorbatschow damals den Kontakt zu den Westalliierten aufgenommen, unter dem Motto, wir lassen die Deutschen ziehen. Nach 1951 der zweite Versuch. Die Westalliierten waren da wenig erfreut. Im Gegenteil, diese Diskussion hätte ja zur Folge gehabt, dass man in Westdeutschland auch aufgewacht wäre, hinsichtlich der tatsächlichen staatsrechtlichen Situation im Besatzungskonstrukt BRD. Das wollte keiner der Westalliierten, also hat man zunächst einmal Abstand von jeglichem weiteren Gespräch genommen. Das bedurfte tatsächlich anderthalbjähriger Geheimverhandlungen, bis Michail Gorbatschow es gelang, die Westalliierten an den Verhandlungstisch zu bekommen. In der Zwischenzeit hatte er unfreiwillig einseitige Vorleistung erbringen müssen, da der Umbau der Sowjetunion rasch vonstatten gehen musste, damit er sich nicht verselbstständigte. Das Gleiche galt für den Abbau und die Auflösung des Warschauer Paktes, des Militärsystems des Ostblocks. Und als da plötzlich im Westen festgestellt werden musste, Übungstruppe Rot ist abhanden gekommen. Übungstruppe Rot steht, für alle, die es nicht wissen, für die Feinddarstellung bei Planübungen. Also Übungstruppe Rot, sprich Warschauer Pakt, war abhanden gekommen. Man hatte gar keinen Feind mehr. Tja, da musste man wohl oder übel an den Verhandlungstisch. Das war die Geburtsstunde der 4+2 Verhandlungen. Wer da wohl verhandelt hat? Sicher, die vier Besatzungsmächte und als Gäste und Zeugen
Als Weisungsempfänger waren die beiden Besatzungskonstrukte West und Ost, sprich BRD und DDR, geladen. Deshalb heißt dieser Vertrag 4 plus 2 Vertrag. Eine wesentliche Verhandlungsbedingung für die Westalliierten war es, dass die gesamten Verhandlungen unter demselben Motto wie zuvor der Deutschlandvertrag laufen sollten. Nach außen hin wird etwas Neues geschaffen, aber unter dem Strich und juristisch bleibt alles beim Alten. Sie werden sagen, das geht ja gar nicht. Ich werde Ihnen beweisen, dass es passiert ist. Zum Abschluss der 4 plus 2 Verhandlungen fand am 17. Juli 1990 die Pariser Konferenz statt. Zu dieser Konferenz wurden hinzugezogen Hans-Dietrich Genscher als Außenminister der BRD und Markus Meckel, letzter Außenminister der DDR. Herr Genscher musste bei James Baker, dem damaligen US-Außenminister, aufwarten und erhielt die Weisung, dass Artikel 23 des Grundgesetzes und die Präambel zum Grundgesetz am 18. Juli 1990 ersatzlos erlöschen. Zur selben Stunde erhielt Markus Meckel beim damaligen sowjetischen Außenminister Schewardnadse die Weisung, dass am 18. Juli 1990 um 0 Uhr die Verfassung der DDR erlischt. Man könnte sagen, die Alliierten haben es gegeben, die Alliierten haben es genommen. Die Aufhebung von Grundgesetz und Verfassung der DDR waren aber zwingende Voraussetzungen für die Schaffung des vereinten Deutschlands. Die Forderung von Michail Gorbatschow, dass er nicht als Verlierer vom Platz geht, war dafür verantwortlich, dass beide Besatzungskonstrukte, West und Ost, vor der Schaffung einer neuen Lösung aufzulösen war. Wir erinnern uns, die Sowjetunion war aufgrund der staatlichen Umgliederung nicht in der Lage, ihre Funktion als Besatzer weiter im geforderten Umfange wahrzunehmen. Daher sah sie sich veranlasst, eine Endlösung zu schaffen, die jedoch von den Westalliierten nicht in gleicher Weise getragen wurde. Daher kam es zu keiner Endlösung, sondern nur zu einer Umstrukturierung der Besatzungssituation. Der 4 plus 2 Vertrag besagte nun, dass die beiden ehemaligen Besatzungskonstrukte BRD und DDR durch einen Vereinigungsvertrag das gemeinsame vereinigte Deutschland zu schaffen hätten. Weiterhin verfügte dieser Vertrag, dass auch im vereinten Deutschland Berlin nicht integrativer Bestandteil des vereinten Deutschlands sein würde und Ostdeutschland, derzeit unter polnischer Verwaltung, gar nicht inbegriffen war. Insofern war in keiner Weise von einem vereinten Deutschland zu sprechen, wenn nicht einmal die Reichshauptstadt dazugehören sollte.
Wichtiges Detail jenes Vertrages war es jedoch auch der Auftrag, dass wir Deutsche uns um eine neue Verfassung zu bemühen hätten. Aber entgegen diesem Auftrage hatte Herr Kohl nichts Besseres zu tun, als im September 1990 laut in die Gegend zu blähen, dass eine Verfassungsdebatte von ihm nicht erwünscht sei. Im Zuge dieses 4 plus 2 Vertrages hatten die Alliierten den Vollzug wesentlicher Teile des Besatzungsrechts bis zum Inkrafttreten des 4 plus 2 Vertrages suspendiert. Entgegen allen Veröffentlichungen, die Land auf Land ab zu sehen sind, einzusehen sind, ist dieser 4 plus 2 Vertrag tatsächlich erst am 15. März 1991 in Kraft getreten. Nach der Bemerkung von Herrn Kohl, dass er eine Verfassungsdebatte nicht wünsche, setzten die Alliierten ihre Rechte sofort wieder in Kraft. Der kurze Moment, für den die Alliierten die Tür für eine abschließende Lösung geöffnet hatten, alleine durch die Suspendierung ihrer Rechte, wurde auf diese Weise verschenkt. Der letzte Akt der DDR-Volkskammer war es, zu beschließen, die künftigen Länder der ehemaligen DDR zum 14. Oktober 1990 zu bilden. Nach der Auflösung der Volkskammer war also niemand mehr in der Lage, jenes Datum in irgendeiner Weise völkerrechtlich verbindlich zu verändern. An dieser Stelle müssen wir bemerken, was denn neben der Auflösung der Aufhebung der Verfassung der DDR die Aufhebung von Artikel 23 des Grundgesetzes bedeutet. Nun, in Artikel 23 alter Fassung des Grundgesetzes war niedergelegt, in welchen territorialräumlichen Bereichen das Grundgesetz gilt, also wo es räumlich anzuwenden war. Eine solche Angabe muss in jeder Rechtsnorm enthalten sein, denn der Leser muss zweifelsfrei erkennen, wo ein Gesetz oder eine rechtliche Verordnung ihre Anwendung findet. Es ist international gültiges Recht, dass eine Verordnung, ein Gesetz, eine Rechtsnorm, der man den Geltungsbereich entzieht, erlischt, weil niemand zweifelsfrei feststellen kann, wo sie anwendbar ist. Diese Regel hat James Baker angewandt, indem er Artikel 23 alter Fassung des Grundgesetzes gestrichen hat. Im Weiteren haben nun zwei legitimationslose Verhandlungsparteien, nämlich die Vertreter der ehemaligen DDR und die Vertreter der ehemaligen BRD, am Tisch gesessen und einen Einigungsvertrag verhandelt, der vollkommen völkerrechtlich wirkungslos ist und der von vollmachtlosen Vertretern verhandelt und unterschrieben wurde. Am 3. Oktober 1990 sind aufgrund dieses völkerrechtlich nichtigen Vertrages die noch nicht gegründeten Länder der ehemaligen DDR
der nicht mehr existierenden BRD beigetreten. Oder etwas ketzerisch, ein Toter heiratet ein ungeborenes Kind. Sie sehen, das ist die Quadratur des Kreises. Geht nicht, gibt's nicht. Keiner hat es gemerkt. Aber heute, wo wir in Kenntnis dieser Rechtslage sind und begreifen, dass durch die Aufhebung der Verfassung der DDR und der Aufhebung des Grundgesetzes uns Menschen in Deutschland die letzten verbindlichen zivilrechtlichen Regelungen fortgenommen wurden. Heute sind wir in der Lage, unser Recht einzufordern, da wir in Kenntnis dieser Umstände sind. Da die BRD unter dem Siegel des Vereinten Deutschlands bisher keine Anstalten unternommen hat, die Rechtslage in Deutschland zu ändern, ist jeder von uns aufgefordert, sein Recht einzufordern. 1990 haben also die Alliierten das deutsche Volk in eine rechtsfreie Zone geschickt. Die BRD-Organisation tritt die Flucht nach Europa an, aber auch Europa ist nicht verfasst. Kein Wunder, warum Frau Merkel wie der Hund hinter dem Knochen herläuft, um eine verfassungsrechtliche Regelung in Europa zu erreichen. BRD steht seit dem 17. Juli 1990 für Bund rechtloser Deutscher. Und die Suspendierung großer Teile alliierter Rechte aus dem Überleitungsvertrag wurde mit dem 4+2-Vertrag beendet. Seitdem verschenkt Deutschland U-Boote, verkaufen wir Immobilien zu Spottpreisen und veräußern namhaft profitable Firmen ins Ausland. Die Regierung Kohl hat die Neufassung des Überleitungsvertrages gezeichnet, der von Alliierten diktiert wurde. Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, was sich hinter dem Überleitungsvertrag verbirgt, hier ein kurzer Auszug. Es handelt sich um Artikel 3 Absatz 1 des sechsten Teiles des Überleitungsvertrages. Die Bundesrepublik wird in Zukunft keine Einwendungen gegen die Maßnahmen erheben, die gegen das deutsche Auslands- oder sonstige Vermögen durchgeführt worden sind oder werden sollen, das beschlagnahmt ist für die Zwecke der Reparation oder Restitution oder aufgrund des Kriegszustandes oder aufgrund von Abkommen, die die drei Mächte mit anderen alliierten Staaten, neutralen Staaten oder ehemaligen Bundesgenossen Deutschlands geschlossen haben oder schließen werden. Nach meiner Definition ist das Morgentau durch die Hintertür. Wir verzichten auf jedwede Einrede, wenn die Alliierten gegen deutsches Vermögen vorgehen. Dann wundert nicht, dass niemand und nichts mehr Bestand hat. Da wir auch kein gültiges Rechtssystem mehr haben, auf das wir uns verlassen können, das wir einfordern können, muss es uns auch nicht wundern, wenn es an den Gerichten drunter und drüber geht. In diesem Zusammenhang sind dann auch die Worte von Frau Merkel besser zu verstehen, die anlässlich des 60-jährigen Gründungsjubiläums der CDU bei einer
Gartenveranstaltung am 5. Juli 2005 folgende Stellungnahme abgab. Die Menschen Deutschlands haben kein Recht auf Demokratie und freie Marktwirtschaft in alle Ewigkeit. Ich muss sagen, die Frau kennt den Überleitungsvertrag. Dem ist dann auch nichts weiter hinzuzufügen. Die Konsequenz aus all den Fakten ist, dass die BRD-Rastorganisation völkerrechtlich legitimationslos ist. Sie ist kein Staat, sie hat kein Staatsvolk, sie hat kein Staatsgebiet und keine Staatsmacht. Diese drei Merkmale eines Staates hat aber unser Staat Deutsches Reich. Das Volk, das sind wir, die Reichsbürger. Die Verfassung, das ist unsere Reichsverfassung vom 11. August 1919. Das ist die Weimarer Verfassung. Das Gebiet, das Staatsgebiet, ist eindeutig völkerrechtlich verbindlich festgelegt durch Chefgesetz Nummer 52. Das sind die Grenzen vom 31.12.1937. Insofern hinkt jeder Vergleich. Die BRD ist ein legitimationsloses Überbleibsel, eine Restorganisation, ein Besatzungskonstrukt der alliierten Sieger. Interessant ist, dass Beamte der sogenannten BRD bis heute laut § 135 des Bundesbeamtengesetzes auf die Reichsgrenzen vereidigt werden. Da die Organe der BRD-Restorganisation seit 1990 nichts zur Klärung und Auflösung dieser rechtlich unhaltbaren Situation unternommen haben, werden jetzt die Alliierten ihrerseits tätig und beginnen die Abwicklung vorzubereiten. Da gibt es ein erstes Bereinigungsgesetz von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministers der Justiz. In Kraft getreten mit Verkündung im Bundesgesetzblatt am 19. April 2006. In diesem ersten Bereinigungsgesetz wird verfügt, dass die Artikel 1 der Einführungsgesetze zum Gerichtsverfassungsgesetz, zur Zivilprozessordnung und zur Strafprozessordnung ersatzlos gestrichen werden. Wenn man nachliest, um welche Inhalte es sich dabei handelt, so wird schnell klar, was die Veranlasser damit bezwecken. Denn in jenen Artikeln 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Strafprozessordnung und der Zivilprozessordnung stand bis zu diesem Zeitpunkt deren Geltungsbereich und Inkrafttretungsklausel. Streicht man beides in einer Rechtsverordnung oder einer Rechtsnorm, so erlischt sie. Hier werden die wesentlichen Handwerkszeuge und Bestandteile unserer Rechtsordnung, das Gerichtsverfassungsgesetz, die Zivilprozessordnung und die Strafprozessordnung, ersatzlos außer Dienst gestellt. Mit dem zweiten Bereinigungsgesetz am 30.11.2007 werden über 200 Gesetze und Verordnungen ersatzlos gestrichen. Die Alliierten haben bewirkt, dass dieses zweite Bereinigungsgesetz ohne Zustimmung von Bundesrat und Bundestag in Kraft getreten ist. Mit Wirkung zum 30.11.2007 wird unter anderem das Ordnungswidrigkeitengesetz aufgehoben. Es wird die Staatshaftung aufgehoben und es wird verfügt, dass Straftaten von Organen der
BRD-Organisation nicht verjähren. Zum juristischen Standesrecht ist noch zu bemerken, Anwälte, Richter und Staatsanwälte sind gemeinschaftlich demselben Standesrecht unterworfen und sind untereinander verschworen. Sie haben einen Eid geleistet, keinem Berufskollegen zu schaden. Sie stellen sich damit über das Grundgesetz und verpflichten sich zum Mandantenverrat. Nehmen wir das juristische Standesrecht und die Rechtssituation, in die die Alliierten uns seit 1990 entlassen haben, so können wir hier ohne Wenn und Aber von einem systematischen Abbau des Rechtes sprechen. Wenn niedergeschriebenes Recht gilt, dann gilt es für alle, auch für diejenigen, die anwendende Rechtsbeuger sind. Von dieser Erkenntnis ausgehend können wir sagen, mit BRD-Recht kann gegen BRD-Recht vorgegangen werden. Denn wann immer sich jemand nicht an niedergeschriebenes Recht hält, muss er es gegen sich gelten lassen. Die Justiz hält sich an nichts von dem, was niedergeschrieben steht. Schriftstücke werden nicht von Richtern unterschrieben. Urkundsbeamte gibt es gar nicht. Justizbedienstete, die als Urkundsbeamte handeln, sind nicht mit öffentlichem Glauben ausgestattet. Urkunden werden gefälscht, Protokolle werden gefälscht. Richtern fehlt es am Nachweis der gesetzlichen Richterschaft nach Artikel 101 Grundgesetz. Es gibt keine gültigen Geschäftsverteilungspläne von Gerichten. Rechtsmittel werden nicht gewährt. Aber eines wissen wir auch, wenn BRD-Recht nicht mehr gilt, so gilt doch Besatzungsrecht. Eben dieses Wissen ist ein wichtiges Handwerkszeug bei der Durchsetzung gegen die rechtbeugende BRD-Justiz. Das Besatzungsrecht setzt sich zusammen aus der Haager Landkriegsordnung, den AHK-Gesetzen, den Chefgesetzen und den SMAD-Befehlen. In AHK Gesetz Nummer 2, Artikel Römisch 5, laufende Nummer 9 lautet es: Niemand darf in Deutschland als Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt amtieren, es sei denn, er hat eine Zulassung von der Militärregierung. Liebe Zuhörer, Sie merken, was auf deutschem Boden los ist. Recht gibt es nur dort, wo es eingefordert wird. Also lassen Sie uns gemeinsam unser Recht einfordern. Bei denen, die dafür die Verantwortung tragen. Und ich denke, nach dem, was hier und heute gesagt wurde, dürfte allen klar sein, dass die Verantwortung für das, was auf deutschem Boden geschieht, völkerrechtlich bei den Besatzern liegt. Faktisch bei jedem von uns selbst.
Wenn wir nun auf der Grundlage dieser Erkenntnis in Ansehung der auferlegten Pflichten des Potsdamer Abkommens unser Recht einfordern, unser Menschenrecht, unser Völkerrecht und unsere Bürgerrechte, und wenn wir in diesem Zusammenhang endlich nach Frieden rufen, dann müssen wir uns auch im Klaren darüber sein, dass es den Rest der Welt nicht interessiert, ob wir mal wieder Chef im eigenen Hause sein wollen. Der Rest der Welt will von uns wissen, was uns ruft, welche Ethik wir in die Welt tragen, was die Welt von uns zu erwarten hat, wenn wir wieder gleichberechtigt am Tisch sitzen. Lassen Sie uns darüber reden. Machen wir uns jeder für sich Gedanken und pflegen wir den Austausch darüber. Das ist der Boden, auf dem Frieden wächst und die Freiheit unseres Volkes. Ich danke Ihnen für Ihr Gehör.